Mein heutiger Gast ist Gastgeberin einer der erfolgreichsten und neuartigsten Sendungen, die es überhaupt im deutschen Fernsehen gibt. Es geht nämlich um das ungezogene Pack bei uns zu Hause. Mit anderen Worten, es geht um unsere Zukunft, unsere Kinder. Ich begrüße die Supernanny von RTL. Herzlich willkommen, Katharina Saalfrank. Ich hab ein bisschen was Kindgerechtes. Hat ja auch so von Kindergeburtstag vorbereitet, ja? Können Sie sich vorstellen, worum es da geht? Gar nicht. Überhaupt nicht? Nee. Also eine 16, wir haben ja gerade die 16. Legislaturperiode im Deutschen Bundestag. Ach, ich dachte, das bezieht sich jetzt auf mich. Ja, auch. Weil das fiel mir aber jetzt auf. Der Bundestag ist 16 geworden. Das heißt, er ist voll in der Pubertät. Ja. Ja. Er ist unausstehlich. Man möchte ihn am liebsten an die Wand klatschen. Ja. Ja. Man kann euch sagen in Berlin, solange ihr die Beine unter unseren Tisch streckt, macht ihr eine große Koalition. Ja, bravo. Ja, ich meine, ohne das jetzt politische. Sie haben sich für die SPD ausgesprochen? Aha. Vorab oder nicht? Ja, oder waren Sie das nicht? Hab ich das? Waren Sie nicht mit dem Foto in der Zeitung? War ich das? Keine Ahnung. Ich habe keine Zeitung gelesen. Ach so, das wollte ich nicht sagen. Oder haben Sie da Zoff gekriegt in Gütersloh? Nein. Natürlich nicht. Nein. Und ist ja, wie soll ich mal sagen, eine freie Meinungsbildung. Eben. Ja. Auch bei RTL. Auch bei RTL. Gerade bei insbesondere. RTL. Insbesondere, genau. Ja. Also wir wollen hier mit dieser berühmten Tortengrafik mal zeigen, wie viele Parteien es eigentlich im Bundestag gibt und wie sehr sich die einzelnen Parteien noch aufspalten. Mhm. Ja, da gibt es ja große Diskussionen. Wär das so eine Idee auch für einen Einstieg für den Kindergeburtstag, dass man sagt, also liebe Kinder, da euch, erklären wir euch was? Oder ist das so eine Alt-68er-WG-Idee? Wollen Kinder eigentlich was ganz anderes? Also auf dem Kindergeburtstag, glaube ich, wollen die schon ein bisschen was anderes. Als so. Wie sieht ein Kindergeburtstag heute aus? Ist es noch erlaubt, Kindergeburtstage unter 30 Gästen zu machen? Ja, stimmt. Also man muss schon 1000 Kinder einladen. Ist das so, ja? Ich glaube schon, ja. Kennen Sie das auch, dass dann auch immer die Geschwisterkinder noch was geschenkt kriegen? Ja, ich kenne das auch. Aber bei uns ist es natürlich völlig anders. Also ich erlebe das natürlich nur bei anderen. Nur bei anderen? Ja, ja. Wie ist es bei Ihnen? Einfaches Holzspielzeug? Einfaches Holzspielzeug, ja. Flöten. Kein Fernsehen, kein Computer. Sie haben echt kein Fernsehen? Stimmt es, dass Sie in Berlin meine Kinder schlagen mich tot. Ihre Kinder schlagen Sie tot. Aber das ist positiv zu sehen. Also ja, ich sage mal, nicht im Endeffekt, aber von der Fähigkeit, Emotionen rauszulassen. Genau. Ja, von der Fähigkeit, Emotionen rauszulassen, die Sie dann auch benennen können. Benennen. Und filtern. Also das heißt nicht, ich mach's nicht fertig. Genau. So nicht. Aber du nervst. Du gehst mir auf die Nerven, weil. Genau. Ja? Das heißt, Ihre Kinder sind zwischen 6 und 11? Ja. Ja? Ja. Die können es unterschiedlich benennen? Die können es unterschiedlich benennen. Haben Sie schon mal Schläge gekriegt von den Söhnen? Nee. Nie. Und Sie? Von Ihren Kindern? Nein. Nein. Nein, auch nicht. Nein. Nicht. Also ich werde verbal beschimpft. Ja. Ja. So gehört sich das ja auch. So, hör mal auf und so, du bist ja nicht im Fernsehen. Ja, genau. Wenn man zu Hause ein bisschen übt, ja, dann wird man natürlich aggressiv, wenn die Kinder nicht lachen und schreit sie an. Ja. Nee, das ist so gut. Das, oder? Wozu hat man denn das? Folgendes. Ist die überhaupt echt? Die ist. Ja. Oh, Entschuldigung. Hallo, mir guckt mir die Augen, nicht mit die Finger. Tut mir leid. Alter Satz vom Markt, alte Theaterweisheit. Angucken, ja, anfassen, nein. Ja. Kenn ich. Hm. So. Gibt es prinzipielle Regeln? Ja? Liebe RTL-Familien. Gibt es prinzipielle Regeln, wo du sagst, drei goldene Regeln, die man als Eltern beherzigen sollte? Den Kindern gegenüber. So wie man bei Babys sagt, satt und sauber ist das Wichtigste. Sollte man zuhören? Sollte man von Anfang an autoritär vorgehen? Sollte man drohen? Gibt es da sowas wie drei goldene Regeln? Nein. Nicht? Nicht. Kann man das individuell gestalten, die Erziehung? Ja. Aber gibt es sowas wie das A und O? Anfang Liebe das Ende, zum Beispiel. Ja. Ja, genau. Liebe ist immer gut. Also so wie wo die Ellen gesagt hat, ich habe versucht, Gott in meinen Sohn reinzuprügeln. Sie kommen doch aus einem religiösen Elternhaus. Ja. Oder ist Ihnen das unangenehm? Das darf man doch sagen. Das ist mir Ihr Vater war Pfarrer. Ja. Ja. Genau. Ich wollte gerade sagen, er ist noch Pfarrer, aber. Ja, ich meine, er ist noch Pfarrer, ja, gut. Ja. Ich hatte auch schon Gäste, da war der Pfarrer, Vater, dann kam es raus und dann musste er gehen. Ja. Ich hoffe nicht, dass es so weit kommt. Nein. Nein. Also, wie erziehen Sie? Antiautoritär? Jetzt sind wir schon wieder bei mir. Ja, aber Sie sind doch die Expertin. Ich bin sozusagen der liebende Laie, ja. Ja, der irgendwie sagt, ihr sollt mal meine Rente sichern. Genau, deswegen schicke ich euch auf die Schule.
Und aber immerhin bekommen sie Kinder, das finde ich ja schon toll. Es gibt ja auch viele, die irgendwie sich ärgern über Kinder und gar nicht realisieren, dass die immerhin unsere Rente sichern. Ja, aber das stört mich ehrlich gesagt, wenn Kinder immer so unter Rentengesichtspunkten. In allen Artikeln sieht man das immer nur mit Rentengesichtspunkten, oder? Also Kinder sind doch zunächst mal auch... Das, was sie sind. Das, was sie sind, ja. Eigene Persönlichkeiten. Genau. Wieso wählen? Ist das eine Floskel, das, was sie sind? Ja, ein bisschen, oder? Naja, also, ich glaube, ich habe das auch irgendwann mal geschrieben. Kinder sind. Ja, das fällt mir gerade auf. Aber Kinder sind von Anfang an eigene Persönlichkeiten, die auch als solche behandelt werden müssen. Kinder sind auch Menschen. Ja. Das sollten wir vielleicht mal festhalten. So. Genau. Wenn Sie jetzt in die Familie reinkommen. Ja? Das macht mich ganz nervös mit diesem. Ich lege es weg. Danke. Ja, aber das kennen Sie doch zum Teil von den Familien, nein, wo Sie hinkommen. Das kenne ich nicht, nein. Aber teilweise sind schon. Es wird mir immer berichtet, aber ich habe das selber noch nicht. Sind es teilweise Zustände, wenn Sie reinkommen, wo Sie sagen, man müsste mal prinzipiell überlegen, ob sich wirklich jeder mit jedem fortpflanzen darf? Ich sage jetzt mal, also liberal gesprochen. Ja. Also ehrlich verzweifelt gesagt, man manchmal an dem, was die Gene anrichten können? Soll ich jetzt auch antworten, oder? Ja, ich frage nur. Ja. Also, das sind nicht... Das sind viele von mir, dass ich nicht zuhören kann, oder? Ja. Das höre ich den ganzen Tag! Darf ich mal das Messer haben? Ja, bitte. Danke. So. Danke. Jetzt fühle ich mich besser. Aber macht nicht so einen guten Eindruck, ne? Das kennen Sie zum Beispiel auch oft so. Ja. Das hieß früher, bleib ruhig oder ich scheuere dir eine. Ja? Ja. Heute heißt es, der Junge hat ADS. Genau. Und hör auf zu kippeln. Hör auf zu kippeln. Sagt man das noch? Kippeln? Ja. Nee, ich meine, ADS ist doch, man hat heute ADS und eine Allergie. ADS, genau. Ja. Dass alle, die unruhig sind und nicht funktionieren, haben das meistens. Gut, also jetzt höre ich zu. Wenn Sie in die Familie reinkommen und sehen so ein Kind, was also wirklich schon sehr weit in eine nicht so günstige Richtung gegangen ist, was denken Sie da? Sie haben nicht aufgepasst. Wieso? Weil es ja nicht das Kind ist, was in eine ungünstige Richtung geht. Die Eltern. Aber das Kind ist doch unausstehlich. Gut, die Eltern auch, aber... Sie haben wieder nicht aufgepasst. Ja, wieso? Ja, aber das Kind ist doch nicht unausstehlich. Ja, aber wenn das Kind schreit, auf den Schrank hochklettert... Aber das kennen Sie doch auch, oder nicht? Ja, aber es gibt ja Schreien gut, und Schreien. Gut, Ihr Kind ist jetzt noch so klein, das kann ja, aber gut, nicht so auf dem Schrank, aber... Nein, aber es gibt also ich habe schon 10-Jährige in dieser Sendung auf dem Schrank sitzen sehen und sich geweigert, in die Schule zu gehen. Und haben vom Schrank aus die Mutter beworfen mit Gegenständen. So ist das nun mal in Waldorf-Familien, aber das muss man sich doch... kann man aber schön tun. Die Eltern sind schuld, ja? Also, Schuld ist, finde ich, ja sehr schwierig, Schuld. Aber es ist schon so, dass natürlich was vorangegangen ist. Also kein Kind klettert irgendwie einfach auf den Schrank und bewirft irgendjemanden. So. Da sind wir wieder bei diesen Aggressionen. Du nervst mich. Das ist dann vielleicht so der Ausdruck des Kindes. Das du nervst mich, damit die Mutter das auch richtig versteht. Ach so, die Eltern nerven die Kinder. Ja, das hatten wir ja eben. Ne? Das sagt uns das Kind. Sie haben ja erzählt, dass ihre Kinder auch auf sie zukommen und sagen, du nervst. Nein, das sagen sie nicht. Sie sagen, hör auf, du bist nicht im Fernsehen. Oder so, genau. Ja, aber genau. Man wird doch mal beim Frühstück um 7 Uhr einen Witz ausprobieren können, oder? Ja, klar. Das gut, werden sie dann entgegnen wahrscheinlich. Man hat dann Schwierigkeiten natürlich aufzuhören, das ist das Problem. Ja, wenn man merkt, man läuft dann durch bis abends, ja. Ja, nicht, zwischendurch geht man ja weg, ja. Oh je, jetzt aber. So, dann sehen Sie das Kind auf dem Schrank und sagen den Eltern, sie sind schuld. Genau. Dann sagen die Eltern, raus! Genau. Was dann gehe ich zur nächsten Familie. Nein, aber was machen Sie dann? Was machen Sie dann im Haushalt bei diesen Familien? Ja, ich setze vor allen Dingen natürlich bei den Eltern an. Wenn sie mich nicht rausgeschmissen haben. Nee, gut, vorher. Aber das machen die nicht. Dafür sind sie ja von RTL engagiert. Was? Die Eltern. Dass die mich rausschmeißen? Nein, dass sie nicht rausschmeißen. Ja. Was sagen Sie dann den Eltern? Ihr Leben bisher war verpfuscht. Genau. Nein, das sage ich natürlich nicht. Sie haben vieles richtig gemacht. Hier hat sich ein Muster entwickelt. What? Genau. Das ist wie, wenn Sie nach Hause kommen abends und, weiß ich nicht, vielleicht was... Ja, und kein Applaus zum Beispiel, ja. Genau, kein Applaus, Sie sind man fühlt sich nicht frustriert geliebt. Und ja. So, ja, genau. Wir nicht und so. Und dann verfallen Sie auch in so ein Muster, Sie nehmen die Flasche und trinken und so. Und ich stehe halt Hallo, dann Vorsicht, dabei... Vorsicht, ja, nein, Vorsicht, also, Entschuldigung. Ich spreche jetzt nur so abstrakt. Ja, woher wissen Sie das? Ja. Ach so, ja. Ich wollte ja weiter sagen, ich stehe daneben und gucke das an, weil ich bin ja in der Beobachtungsphase. Okay. Und wenn ich das dann gesehen haben habe... Haben Sie da einen Vorwurf im Blick, wenn Sie sehen, nein, die Flasche nehmen? Nein, danach setze ich mich dann ganz ruhig hin und sage dann, da hat sich ein Muster entwickelt, das müssen Sie ändern. Also nicht zur Flasche greifen? Genau. Was dann? Stattdessen? Sondern, wohin mit den Händen? Ja, dann tigert man in der Wohnung rum. Ja, was macht man dann? Frau? Zum Beispiel. Ja, bringt die Kinder ins Bett. Was, so spät?
Ja, wieso? Ich komme doch kurz vor 8 nach Hause. Da liegen die noch nicht im Bett. Gut, das ist eine Sache von einer halben Stunde. Und dann? Wieso? Wann müssen Kinder im Bett sein? Gibt es eine feste Zeit? Wie alt sind denn Ihre Kinder? 10 und 7 und das Baby. 10, 7 und das Baby. Das ja. Baby schläft eh noch wahrscheinlich viel. Nein. Nicht. Schläft er tagsüber. Das tut mir leid. Ja, wieso? Ach so, Sie stehen nicht auf, ist klar. Tut mir leid. Nein, ich lege mich gar nicht hin. Oh. Jetzt widersprechen Sie sich aber gerade selber. Weil dann ja, ist das verboten? Muss man so stromlinienförmig sein? Muss man am Satzende dieselbe Meinung haben wie am Anfang? Ist stimmt. Das nicht das Menschliche, dass wir Widersprüche haben? Stimmt. Oh Gott. Ich hatte früher mal so Ticks. Wussten Sie das? Ja, nee, ich sehe es gerade, ja. Hatten Sie das auch als nee. Heranwachsende? Nee. Ich hatte andere Probleme. Zum Beispiel? Ja, das wusste ich. Jetzt sagen Sie doch mal eins. Ich durfte nicht so lange rausgehen, wie ich wollte. Fand ich nicht so toll. In Bad Kreuznach? Nee. Da sind Sie nur geboren? Freut mich jetzt, genau. Und wo sind Sie aufgewachsen? In Wiesbaden. In Wiesbaden? Mhm. Ja, aber was soll man in Wiesbaden nach 4 nachmittags auf der Straße? Ja, das stimmt. Oder? Ja. Es ist eine schöne Stadt, aber es ist ja nicht so... Aber ich war ja in der Pubertät, das war mir ja egal. Aber jetzt, wo ich in Berlin lebe, weiß ich auch, dass das nicht das richtige Nachtleben ist. So was man in Wiesbaden hatte, geht in Berlin wirklich so die Post ab, wie man hört? Ich finde schon, ja. Also, dass Sie in ich habe da natürlich auch voll dran teil und so, also ist klar. Also das heißt, Sie sind da in Mitte ja, und so total, draußen. Ja. Stimmt es, dass Sie in 4 Altbauwohnungen leben? Nee. In so einer Art Großfamilie? Ja, wir haben, jetzt löst sich gerade auf jetzt, ja. Also wir haben mit Freunden zusammen Altbauwohnungen angemietet und die nach Quadratmetern aufgeteilt, genau. Was mir auffällt, Sie haben endlos starke Nerven, glaube ich, oder? Also zum Beispiel so ein das muss man ja auch haben hier. Ja, aber nee, ja, entschuldigen Sie mal, also das ist doch im Grunde so halt jemand, der sich ein Stück weit auch weigert, erwachsen zu werden. Das ist das Kind in mir, ich. Ach so, ja. Ich dachte schon. Ich. Aber dass Sie mit so einem aufsässigen Typen so richtig nervenstark zurechtkommen, das liegt an der Ausbildung oder ist es Ihr Wesen? Weiß ich nicht. Also ich bin halt echt auch immer interessiert an den Leuten. Und mir tun halt einfach auch die Familien leid, wenn ich sehe, in was für ein Muster die halt drin sind und halt nicht rauskommen. Im Spiegel stand, wenn Ihre Sendung im Ersten laufen würde, bei einem Öffentlich-Rechtlichen, dann würden Sie einen Grimme-Preis bekommen. Und nicht kritisiert werden. Ja, also ich meine, Sie werden ja auch gelobt, aber es gibt auch viele, die sagen, die armen Familien werden da vorgeführt. Wie stehen Sie dazu? Oh Gott. wie stehe ich dazu? Ja, ich fände es auch schön, wenn es mal einen Preis gäbe. Nein, ich fand es erstmal einen sehr schönen Artikel. Und dann habe ich nicht den Eindruck, dass die Familien vorgeführt werden, sondern die brauchen Hilfe, die sie anderswo nicht bekommen. Mhm. Und ich mache das sehr ernsthaft und habe Spaß dabei. Und die Familien vor allen Dingen haben auch Spaß dabei und sind froh, wenn ich da bin. Und man sieht ja auch Erfolge. Ja. Allein schon mal, wenn die Kinder angehalten werden, das Zimmer aufzuräumen. So ein System reinzukriegen. Ja. Ja? Dass die Kinder essen müssen. Genau. Ja, das ist doch wichtig, ja, oder? Dass man nicht aufspringt während des Essens. Genau. Dass die Eltern sagen, mach nicht jeden Tag eine Tüte Chips warm, nimm doch mal Gemüse. Genau. Was ist das hier? Macht man Chips warm? Was sollen diese Zettel? Ich bin in einem Gespräch, gibt es in dir gar keinen Respekt mehr vor mir. Doch, 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 natürlich, oder? Chef. Wollen Sie ein Stück Kuchen? Na ja, können Sie nachher essen. Danke. Jetzt haben wir diese Nummer gar nicht gemacht, aber das war so ein toller, wie soll man sagen, das war so für mich so was Haptisches. Sagt man das? Vielleicht, ja. Um ins Gespräch reinzukommen. Ja. Ich brauche so eine Torte. Ganz geschickt, ja. Ja, ich brauche so eine Torte, um eine Frau anzusprechen. Das ist so ein Problem von mir, dass ich häufig mit einer Torte durch die Stadt gehe, weil ich sonst mich nicht traue, eine Frau anzusprechen. Ich sage einfach, hallo, ein Stück Torte und es klappt immer. Ja, weil die Frauen finden das rührend. Ja, ich finde, wir haben viel gelernt jetzt durch Ihren Besuch. Hauptsächlich über meine Defekte. Das war eigentlich schon fast so eine Kurztherapie, ne? Für mich. Echt? Ja, finde ich schon. Ging ja schnell. Also so erste Einsichten waren da. Sie könnten vielleicht häufiger mal kommen und gerne. So an mir ein bisschen arbeiten. Ja, gerne. Oder gibt es irgendwie mal so einen Zeitpunkt, wo man sagt, jetzt ist es zu spät, jetzt ist Hopfen und Malz im Brunnen gefallen? Oder also wie das ich komme halt gerne auch mal wieder. Deswegen würde ich jetzt sagen, das ist natürlich, kann man immer noch arbeiten. Ja. Ja. Ja, das wäre was. Ja. Und dann, dass es dann so weitergeht, so dass man das, wie man es im Film sieht, so dass man sich in die Therapeutin verliebt. Oh Gott. Ja, und dass es dann wahnsinnige Probleme gibt und dann gehen wir mit dem Messer auf ein Andrad los und so. Also, das wird so eine richtig neue Serie. Ja, das finde ich gut. Und es läuft im Ersten.
Ja, es läuft im ersten. Nur Frau Lika ist da nicht mehr da, weil die lebt dann in Österreich. Also Frau Saalfrank, ich lade Sie gerne ein. Kommen Sie mal wieder. Ich bemühe mich, dass ich so ein bisschen Sachen abbaue. Ja, ja? Bitte. Und dann gucken wir, ob sich eine Verbesserung zeigt. Ich gucke dann wieder mal, so wie ich das auch mit den Familien mache. Genau, Kontrollbesuch. Genau. Also mittwochs um 20:15 Uhr bei RTL. Jede Woche. Vielen Dank. War sehr interessant und alles Gute. Ja? Danke. Katharina Saalfrank, die Supernanny bei RTL, meine Damen und Herren.